Ich habe mir folgendes Zitat rausgesucht. Der gegenwärtige Rückzug der Demokratie scheint mehr als nur eine vorübergehende Erscheinung. Das scheint mir ein wichtiger Punkt zu sein, weil wir ja nun in gewisser Weise Hoffnung schöpfen können, dass zumindest in Westeuropa teilweise die autoritär-populistischen Gefährdungen der liberalen Demokratie an Kraft verloren haben. Das liegt im Wesentlichen an den beiden akuten Krisen, an der Pandemie, die eben viele Politikschwächen verdeutlicht hat. Die irrationalen Maßnahmen von Trump und anderen sind mehr als deutlich geworden. Und der Krieg in der Ukraine reißt dem autoritären Populismus in der putinschen Version in gewisser Weise die Maske vom Gesicht. Das schwächt autoritär-populistische Parteien momentan. Ganz anders als die beiden anderen großen Krisen, die Finanzkrise und die Migrationskrise, die natürlich voll in die Karten der autoritär-populistischen Parteien gespielt haben. Wenn aber die beiden gegenwärtigen Krisen eher gegen die autoritär-populistischen Parteien arbeiten, sollen wir nicht die Hoffnung haben, dass das dauerhaft so bleibt. Denn die eigentliche Ursache sind nicht diese Krisen, die eigentliche Ursache liegen in der Veränderung der Demokratie, die es nicht geschafft hat, sich an die Globalisierung anzupassen.